Ja, ich befürchte, ich komme von hier aus dem Strand natürlich. Da! Was gibt denn hier aus nicht? Was ist denn die Kacke? So. Jetzt haben wir da Feuer. Aber das reicht noch nicht. Kann ich das eigentlich auch von hier aus machen? Scheinbar nicht, also. Das war der Eingang mit den Leuchtdingern. Nicht so. So sollst du klettern. Hüpp. Jetzt wieder hier. Und so. Und jetzt volle Deckung. Wir haben eine neue Tür. Ja. Da kommen wir wie immer nicht weiter. Ja, lass halt los. Die Kiste will ich schon ganz schön mal holen. Da unten ist Wasser, aber an die Kiste kommen wir erst später. Ich muss mal kurz gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Ja, tatsächlich. Ich meine, wir kommen später sowieso nochmal hier hin. Aber was wir haben, haben wir. Das kann ich nicht vergessen. Links kommen wir nicht weiter, weil da ja das blaue Zeug ist. Aber hier. Ja, den Raum kenne ich. Und ich glaube, hier müsste dann auch gleich das nächste Teil sein. So nebenbei jetzt mal gut, wo die. Und die Teile sind. Ich müsste eigentlich dann gleich bekommen. Müssen wir ein bisschen Sense benutzen, damit die auch mal ein paar Level kriegt. Weil sie ist halt doch ganz praktisch, aber wenn sie halt keinen Schaden macht. Der macht das manchmal auch nicht. Oh, die haben auch so ein Zeichen wie die auf dem Kopf. Und Uriel hat das auch. Symbol. So. Ah ja, stimmt doch, dass jetzt im nächsten Gang kommt, das Kunstrüstungsteil. Daran kann ich mich sogar noch erinnern. Weil da wird mir ein Raum angezeigt, auf der Karte, der gar nicht da ist. Der kommt aber gleich, der Raum. Sag mal. Ruhe jetzt. Noch ein Keks. Ich find's geiler, wenn die Gegner ehrlich gesagt Leben treffen würden. Da ist er schon. Jetzt. Ah! Weich doch aus, Krieg! Elender Vollpfosten! Da ist die Kiste, der wir wollen!
ehrlich gesagt will ich von weit wie möglich von der Abgrundversuchung in diesem Spiel noch was haben, weil wenn das erst findet, wenn man die Story durch hat, wenn er sich die Rüstung holt, ist das ja doof, weil man hat das Spiel ja schon durch. Das ist man zwar für den nächsten Durchgang, aber trotzdem. Stirb, stirb, stirb. Stirb! Vielen Dank! Ja, ich gehe da ja gleich runter. Hallo, Kamera? Ich möchte erstmal in diesen Raum hier rein. Und mir das sechste Teil der Abgrundrüstung holen. Bisher haben wir alle gefunden auf dem Weg. Das finde ich sehr nice. Sehr nice. Wie das auf der Karte aussieht. Oh. Wie so ein Smiley. Naja. So. Jetzt können wir in eine Strecke tauchen. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Hallo? Ach so. Jetzt. Wäh! Mache. Bin ich einfach mal größer geworden irgendwie? Ach ja. Oh, ich erinnere mich an diesen Teil. Jetzt gucken, hier unten muss ich durch, weil da oben ist Strömung, die mir quasi entgegenströmen. Da kann ich nicht hin. Oh, eine Kiste. Yay. Schnitter. Diese Erweiterung erhöht die Anzahl der Seelen, die von erschlagenen Feinden eingesammelt werden. Das ist alles ziemlich geil, ehrlich gesagt, diese ganzen Erweiterungen. Aber ich persönlich möchte noch den Blutdurst da behalten, weil wir verlieren relativ viel Leben, finde ich. Deswegen ist es ganz gut, wenn man da so ein bisschen wenigstens was zurückkriegt. Jetzt. Ah, guck mal, brauchen wir gar nicht mehr zu Vulcan gehen, das letzte Teil kaufen. Yes! Sammeln Sie 4 Bruchstücke, ja. Haben wir gemacht. Und jetzt haben wir da eine dritte Leiste. Sehr geil. Mag ich gut leiden. So, du bist jetzt fertig. Haben wir lange nicht mehr gehört. Am Anfang wird das voll übertrieben oft benutzt und jetzt ganz wenig nur noch. Jetzt wird es wieder schöner, wenn man es hört. Die Fische sind wirklich größer. Ich kann die nicht mal one-hitten. Was ist denn los? Jetzt habe ich die gewonnen-hittet. So, jetzt muss ich hier hoch. Fische. Und jetzt können wir nämlich auch hier lang, weil hier war der Ventilator an. Oh, eine Kiste. Und wir haben den Schlüssel des Betrachters. So. Ganze Schwimmerei dafür. Am Anfang habe ich mich auch ehrlich gesagt voll oft hier verschwommen. Da wusste ich auf einmal nicht mehr, wo ich hin muss und wo ich schon war und hin und her. Aber eigentlich ist es relativ easy. So. Ich rieche Spielzeug. Hier bist du nie, Baby. Jetzt hat er 2 fette Hände. Einfach episch. Na? Dankeschön. Ich muss jetzt laufen. Tremorhandschuh. Ein kampfgeschundener Handschuh, der alles erbeben lässt, wenn er aufgeladen wird. Zum Aufladen des Handschuhs rechts gedrückt halten. Ah, okay. Das muss ich mir merken. Krieg ist halt einfach eine
epische Sau. So. Das, den Angriff kann man auch aufwerten, dass die Fischin irgendwie eine gefühlte halbe Stunde lang einfach nur auf den Boden hämmert. Kann halt auch so Faustkampf und so. Aber wirklich viel Schaden, ehrlich gesagt, mache ich jetzt eigentlich nur, wenn man wenn man das halt auflädt, dass man das halt aufwertet und auflädt, dass er dauerhaft auf den Boden hämmert, dann macht das wirklich viel Schaden. Ja. Ich sitze auf dem Vieh und kann das noch so ein bisschen steuern. Also ein bisschen. Jetzt habe ich ihm ein Horn abgerissen. Das war jetzt ein Horn. So, das zweite Horn. Und der Kopf. Piek. Deswegen liebe ich diesen Angriff. Piek. Sterben? Dankeschön. Das ist nämlich das Nervige. Ach, das ist auch tot. Was? Hoi, ja, zweit, aber. Haarschaft, den Windschuss habe ich sogar fast gespürt. Vielen Dank. Thank you for the Sterbening. Ich will jetzt nicht die Kiste aufmachen, es tut mir leid. Gebe ich mir noch ein kleines bisschen auf. Wenn ihr auf dem Vieh sitzt, nehmt das erste Horn abreißt. Wenn man sich so blöd macht wie ich, kann man das Vieh nämlich ein kleines bisschen lenken und damit noch ein paar Gegner wegkloppen. Was ziemlich cool ist, ehrlich gesagt. Wenn man sich, wie gesagt, nicht so blöd anstellt wie ich. Das Vieh macht nämlich ganz schön Schaden. Jetzt stirb! Zack! Nice! Ein kleiner Pups ist auch noch, hä? Stirb! Vielen Dank! So. Warum ist eine Kiste? Weil da kommen wir nicht weiter. Von da kommen wir. Da kommen wir auch nicht hin, glaube ich. Da kommen wir weiter, wenn wir einen Schlüssel haben. Bumm. Und natürlich, wie in jedem guten Spiel, kriegen wir einen Schlüssel. brauchen wir den Tremonchi, das Item, das wir in diesem Dungeon gefunden haben, brauchen wir natürlich auch entsprechend für den Bosskampf. Das hat aber ziemlich cool gemacht, das ehrlich gesagt. Ich finde den Bosskampf mit der Quälerin, finde ich ganz geil. Also, der beste Bosskampf ist eh der mit dem Studium. Aus Gründen, die wir dann noch sehen werden. Das Gefühl, ich muss hier sogar weiter. Abkürzung verpasst, nein, Abzweig verpasst. Ach, der Raum. Okay, können wir erstmal nicht viel machen. Aber wir können erstmal da hochgehen, weil wenn ich da den Schalter benutze, dann fährt das Ding halt hoch. Nichts Tolles dabei. So.
So. Machen wir erstmal. Genau, es geht nämlich jetzt auch schnelles Verschieben. Drücken und halten Sie rechts, während Sie ein Objekt verschieben, um es mit einem Tremorhieb schneller zu bewegen. Quasi. So. Deswegen habe ich das Ding noch nicht hochgefahren. Mit R. Vergiss das immer. Oh ja, krieg Stöhn für mich, bitte. Nein, nicht so weit. Stopp. Bonk. Und jetzt hoch. Das hat gut funktioniert. Das hat sogar noch besser funktioniert. Ich gehe mir jetzt die Kiste holen. Ich wollte eigentlich rüberspringen, das Ding runterfahren. Aber okay. Müssen wir also jetzt wieder. Hier rum. Da drauf. Das runter. Dann das Ding holen. Die Rätsel sind eigentlich relativ easy, aber weh, man vertut sich einmal. Bisschen mehr sollst du schon. So, es geht nur voll oder gar nicht. Halt so. Und es geht sogar über die Kante drüber. Okay. Hochfahren. Ich muss aber, glaube ich, erst drüber springen, das Ding noch ein bisschen runterfahren, weil sonst klappt das nicht. So. Runterfahren. Rüber. Das Ding schnappen. Und rüber. Das Ding hochfahren. Ja. Mach's jetzt mal bald. Komm ich da überhaupt so rüber? Ja, da komme ich rüber. Ich habe mich nur blöd angestellt. Oh, guck mal, sind wir da? Mach das Ding da runter. Tun wir uns gleich. So. Na also. Dann das Ding wieder hochfahren. Es ist eine Freude. Dann haben wir uns das da. Da hält er sich natürlich jetzt wieder nicht fest. Da kann er sich nicht festhalten, weil da ein popliges Geländer ist. Wie ich ihn manchmal hasse. Aber nur manchmal. Eigentlich ist er ziemlich hot. Muss man einfach mal sagen. Ja. Es hot und ziemlich behindert manchmal. Es ist. Oh, hallo? Hallo, Framerate? Wir müssen gleich mal eine Aufnahmepause machen. Immer wenn ich über eine Stunde aufnehme, fängt es so langsam an zu ruckeln. So. Also sag mir, dass ich jetzt immer noch darüber komme. Dankeschön. So, weil jetzt müssen wir das.
bisschen weiter schieben. Damit wir da drauf können. Damit wir... Hallo? War mir nicht so? Habe ich irgendwas verpasst? Wieso komme ich da denn jetzt nicht hoch? Ich dachte, ich muss da drauf klettern, damit ich da hochklettern kann. Jetzt komme ich da nicht hoch, oder was? Dann muss ich da noch... Nee. Hä? Fahr ich runter. Hä? Ich muss da hoch. Lass mich da hoch, Krieg. Ist dein fucking Ernst? Pack ich mich halt da hoch. Meine Fresse. Wenn du... Nee, das Ding habe ich eingesammelt, ja. Wenn du nicht willst... Ich mach gleich mal eine Aufnahmepause, weil sonst tut das echt zu sehr. Am besten genau hier. Hier sieht es gerade so schön aus. Hier mache ich jetzt mal eine Aufnahmepause, weil wie gesagt, nach einer Stunde fangen dann auf einmal die Frames zu droppen und was weiß ich. Und es ist ein bisschen quälerisch. Jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Aufnahme werden wir dann hoffentlich die Quälerin noch ein bisschen quälen. Und ja. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!